Hallo und herzlich willkommen zu meinen Top 25 Hits der Woche vom 12. Oktober 2019. Heute zum allerersten Mal im neuen Design. Ihr seht hier auch schon 8 Titel, die hier dabei sind. Also da kann man schon immer so ein bisschen Masse an hier zu beginnen. Genau, Länderspielpause ist ja leider, also keine Bundesliga am Wochenende. Deshalb habe ich mich so ein bisschen mehr auf die Musik konzentriert, war auch öfter draußen, bin auch 2 größere Hunden tatsächlich gegangen. Das ist ja ganz gut, wenn man mitten im Nirgendwo wohnt, da hat man die Natur direkt vor der Haustür. Also hat alles Vor- und Nachteile. Aber jetzt zum eigentlichen Teil des Videos. 8 Neuzugänge sind dabei, tatsächlich, und ein Wiedereinsteiger. Und der Wiedereinsteiger ist der einzige von den Songs, die neu hinzugekommen sind, der tatsächlich in den Top 5 steht. Also einiges an neuer Musik dabei und ich würde sagen, wir starten sofort rein mit Platz 25. Und auf Platz 25 starten wir mit einem altbekannten Duo, nämlich Lotte und Max Giesinger mit Auf das, was da noch kommt. Letzte Woche auf Platz 11 gewesen, diese Woche nur noch die 25, also es gehen schon ziemlich viele Songs bergab, ist aber nicht der Absteiger des Tages, der kommt erst, ja, noch, genau. Ja, heute in den Top 25 Hits der Woche sind tatsächlich viele Songs aus Deutschland dabei, auch ziemlich viel aus England, also England dominiert immer, und natürlich auch Spanien, also Deutschland, England, Spanien, so die Länder, wo die Musik herkommt, hier zum Beispiel Deutschland schon dabei. Die meisten sind übrigens englischsprachig. Dieses hier ist auch wieder deutsch, nämlich Seed mit Geld, Platz 24, letzte Woche die 9. Also auch hier geht es ordentlich bergab, nämlich 15 Plätze sind es. Letzte Woche noch Top 10. So schnell kann es sich ändern. Vor 2 Wochen an der Spitze gewesen, Marshmallow mit One Thing Right. Von der Spitze ging es dann auf die 12 runter und von der 12 letzte Woche ging es jetzt auf die 23 runter, also das sieht man schon, geht ordentlich runter. Und dann der erste Neuzugang, und das ist ein spanischer Song tatsächlich, in Spanien auch in den Top 10, glaube ich, aktuell. Nämlich Rosalie und Ozuna mit UXT 2XME. Interessanter Song, definitiv, reingeschafft hat es diese Woche auf der 22 und dann auf der 21. Ja, Musik aus Bayern, Malik Harris singt Englisch, kommt aber tatsächlich aus Bayern. Da haben wir auch immer einige Künstler dabei. Also ich will so ein bisschen schauen, dass wir ein bisschen regional bleiben, aber auch international bleiben. Da sind die Top 25 eher so irgendwo dazwischen. Malik Harris hat eine neue Single, Like It Again, zum ersten Mal dabei auf der 21. Dann wird es wieder internationaler mit Liam Payne. Stuck It Up, Platz 20 diese Woche. Letzte Woche war es die 21, also ein Platz. Tatsächlich ging es nochmal bergauf, also auch hier nicht viel Differenz, zumindest bei ihm dann. Ava Max, Freaking Me Out, zum zweiten Mal dabei, letzte Woche eingestiegen auf die 23, diese Woche geht es gleich mal 4 Plätze hoch auf die 19. Genau, dann die erste Neuvorstellung, auch hier wieder aus Spanien, DJ Snake, Sean Paul und Anita mit Fuego. Der hat es reingeschafft tatsächlich in die Neuvorstellung, interessanter Song. Mal schauen, wie es da so weitergeht. Und jetzt kommen wir auch schon zum Absteiger des Tages. Ich habe es ja davor schon mal angesprochen, nämlich das ist Robin Schulz, Nick und Sam Martin mit Weather Be Alone. Letzte Woche Spitzenhalter, Platz 1, also es gibt eine neue Nummer 1. Das ist, so viel steht jetzt schon mal fest. 17 Plätze runter auf die 18. Ja, Platz 17. Ed Sheeran und Camila Cabello und Cardi B mit South of the Border. Und Camila Cabello ist heute noch ein zweites Mal dabei. Es gibt auch noch eine andere Künstlerin, die heute ebenfalls 2-mal vertreten ist. Also sprich Neuzugänge und wer letztes Jahr weiter oben war, da sind mehrere dann involviert. Camila Cabello ist ja noch dabei mit Laia. Dann Platz 16, Neuzugang, ihr habt es am Cover schon gesehen. Niall Horan hat was Neues, nämlich die Single heißt Nice to Meet You. Platz 16, Neuzugang Nummer 4 tatsächlich schon. Wer Ed Sheeran war ja auch neu dabei. Genau, dann geht's auch schon weiter mit Platz 15. Heute gehen wir ein bisschen schneller durch, gefühlt. Aber das Video soll ja nicht ewig dauern. Und auch dieser Song ist einige Plätze bergab gegangen. Nämlich letzte Woche der 6. Platz, knapp die Top 5 verpasst. War auch die höchste Platzierung bisher für Milky Chance mit The Game. Und wird, denke ich, auch die höchste Platzierung bleiben. Diese Woche Platz 15.
Auch für Platz 14 ging es runter. Letzte Woche dachte man schon, oh, der geht in Richtung Top 3. Letzte Woche nämlich die 4, Capital Bra, featuring Samra und Lia mit 1-1-0, da auf der 4 eingestiegen. Diese Woche gleich runter auf die 14, also wieder im Mittelfeld der Hitliste. Genau, dann gibt es auch schon die zweite neue Vorstellung und die stammt von Dermot Kennedy. War ja dieses Jahr auch schon mal dabei mit Outnumbered. Jetzt hat er wieder was Neues, nämlich All My Friends heißt die neue Single. Mal schauen, ob es die auch einschafft in die Top 25. Vielleicht schon nächste Woche. Dann hat auch Pink was Neues. Auf Platz 13 neu eingestiegen mit My Signature Move. Definitiv auch hörenswerter Song. So ein bisschen auch Geheimtipp, weil man den Song ehrlich gesagt nicht so gehört hat bisher im Radio. Gibt es mehrere Songs, die auch da bei mir immer dabei sind. Viel hole ich mir ja immer vom Radio. Da laufen nämlich am Abend, immer am Freitagabend auf Bayern 3 immer die Chartshow. Also die haben auch irgend so eine Top 25. Und daran ist es so ein bisschen angelehnt, aber da sind ganz andere Songs auch dabei. Und da gibt es auch ziemlich viele Neuvorstellungen, ziemlich viele neue Musik läuft dann abends noch. Und da hole ich mir tatsächlich manche Songs neu raus tatsächlich. Echo Smith, Lonely Generation, letzte Woche neu eingestiegen auf der 15, diese Woche auf der 12. Drei Plätze gesteigert, also geht langsam Richtung Top 10. Wir gehen auch schon langsam Richtung Top 10 mit Platz 11 und da haben sich auch ziemlich viele Künstler zusammengetan. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta und Daddy Yankee, um nur einige zu nennen. Die stehen zumindest hier als Künstler. Instagram heißt die Single und praktisch ja, passt es ganz gut dazu, weil ich natürlich die Songs hier immer in der Instagram-Story poste. Normal immer mit schwarzem Hintergrund, aber heute habe ich mal mir gedacht, okay, ändern wir den Look so ein bisschen bunter. Ja, weil ich habe nämlich so viele Ideen in Sachen Musik, also mein Leben besteht nur aus Fußball und Musik tatsächlich und aus Arbeiten. Genau, dann gehen wir jetzt in die Top 10 rein und am Cover habt ihr auch schon erkannt, dass Mark Forster mit 194 Ländern auch diese Woche dabei ist. Es ging ja für 9 Songs raus. Vielleicht spreche ich das am Ende nochmal an, das wäre, denke ich, ganz gut. Dann die dritte Neuvorstellung, Medusa, Piece of Your Heart, war ja dabei, bisher schon in meinen Top 25 in diesem Jahr. Jetzt hat er was Neues, featuring Becky Hill und Good Boys, Lose Control heißt die Nummer. Hört sich auch interessant an. Kann vielleicht nächste Woche schon dabei sein. Dann Platz 9. Lauf und Anne-Marie mit Fuck I'm Lonely. 18. Platz letzte Woche, 9. Platz diese Woche. Also die Position halbiert sozusagen. Dann Platz 8. Auch wieder Musik aus Bayern. Neu eingestiegen Lapras Banda mit Tanzen. Hat er jetzt 2-3 Jahre gedauert, bis die neue Single jetzt gekommen ist von Lapras Banda. Die letzte Single war ja Nackert. War ja auch dabei damals. 2015, glaube ich. Das war auch schon einige Jahre her. Jetzt mit Dancen, richtig genialer Song, rausgehauen, Platz 8. Diese Woche neu eingestiegen, dann Platz 7. Sia hält sich ziemlich gut in den Top 10 mit Unstoppable. Letzte Woche die 5, diese Woche die 7. Es ist ein Abwärtstrend erkennbar, aber es geht nur langsam bergab bisher. Dann der letzte Neuzugang für heute, Felix Yen featuring Mesto und Vacation mit Never Alone. Richtig toller Song. Also da hat Felix Yen mal wieder sich selbst, wir hoffen auch, er kommt aus Deutschland. Genau, 6. Platz. Habe ich auch gestern im Radio gehört, tatsächlich zum ersten Mal. Habe ich mir gedacht, okay, der Song ist ganz gut. Dann die Top 5. Tones and I, Dance Monkey, viele feiern Songs, auch ich. Diese Woche geht es vom Platz 2 auf die 5 runter. Also in vielen Charts ist tatsächlich Tones and I mit Dance Monkey schon seit Wochen auf der 1, aber ich kann nicht immer den gleichen Song auf der 1 packen. Trotzdem Tones and I Dance Monkey, genialer Song. Wird es bei mir in den Jahrescharts bestimmt auch weit oben sein. Seid gespannt. Dann Platz 4, Wiederansteiger. Letzte Woche nicht dabei. Vor 2 Wochen neu eingestiegen. Damals, ich muss schnell schauen, auf welchem Platz das war. Ich schreibe mir das nämlich immer alles mit. Das war Platz 9 tatsächlich. Platz 9 eingestiegen vor 2 Wochen. Letzte Woche damit rausgefallen. Diese Woche wieder dabei auf Platz 4. Sido und Johannes Oerding mit Pyramiden. Auch hier Musik aus Deutschland. Genau, Platz 3. Camila Cabello zum zweiten Mal dabei. Insgesamt im Countdown mit Liar. Platz 3 war auch letzte Woche Platz 3. Also da hat sich nichts verändert. Der einzige Song, der unverändert geblieben ist. Und dann ebenfalls zum... Ich habe irgendwas vergessen. Okay, ich habe den Song vom letzten Jahr vergessen, aber das holen wir... Ja, das holen wir jetzt nicht mehr nach, okay.
Nämlich letztes Jahr hatten wir in den Top 5, ich mache es jetzt immer so mit den Top 5, da war Lea mit Immer, wenn wir uns sehen, dabei in den Top 5. Und die war ja auch schon dabei, Featuring Couple de Paar auf das 14. Also die zwei waren zweimal dabei. Habe ich jetzt leider wieder keinen Screenshot gemacht, wieder vergessen. Es kommt vor, letzte Woche noch eingestiegen, Seth und Kehlani mit Good Thing. Diese Woche geht es gleich mal 8 Plätze hoch auf die 2. Tatsächlich. Und dann noch Platz 1, Maroon 5 mit Memories tatsächlich. Für mich so ein bisschen der Hit der Woche. Letzte Woche Platz 7 sind die alle auch noch eingestiegen. Ja, letzte Woche sind da anscheinend auch ziemlich viele neue Songs dabei gewesen. Vom Platz 7 jetzt 6 Plätze hoch auf Platz 1. Genau, also es kommt tatsächlich öfter mal vor, dass ich hier vergesse, irgendwelche Screenshots zu machen, weil letzte war auch schon das Thema. Genau, jetzt zeige ich euch noch, welche Songs rausgefallen sind. Jonas Brothers mit Only Human raus. Ellie Puke mit Higher raus. Dann Alligator mit It's You nach einigen Wochen raus. Lindemann steht auf, war glaube ich bis 2-3 Wochen dabei. Dann Circles von Post Malone war auch immer mal wieder dabei. Dann All the Good Girls Go to Hell von Billie Eilish raus. Dann der französische Song raus. Dann Hump von Pentagon raus. Und Ariana Grande mit Don't Call Me Angel ebenfalls nicht mehr dabei gewesen. Genau, so ist es. Und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Nächste Woche gibt es wie gewohnt auch wieder die Top 25 Hits der Woche. Bis dann und ciao.